Gott will, dass wir so leben, wie es ihm gefällt. Das ist ein Segen und er hilft uns dabei. Und das tun wir, indem wir Schritt halten mit Gott, in dieselbe Richtung gehen und aus der Kraft des Heiligen Geistes leben. When you come to the end of life, what do you want to be remembered for? Woran soll man sich nach Ihrem Tod erinnern? An Ihre Freundlichkeit, Ihre Liebe, Ihre Großzügigkeit, Ihr Wissen, Ihre Weisheit, Ihre Fähigkeiten und Gaben und daran, wie gut Sie mit Menschen umgehen konnten? Oder wird man sich an Ihren Geiz, Ihren Stolz, Ihre Feindseligkeit, Ihre Unehrlichkeit, Ihre Lieblosigkeit und Ihre Wut erinnern? Was wird man über Sie sagen, wenn Sie gestorben sind? Vielleicht gehören Sie zu den Menschen, die sagen, es wäre besser, Sie würden sich nicht an mich erinnern. Aber Sie werden sich erinnern, vielleicht nicht an alles, aber an einiges. Aber wird jemand sagen, ich weiß nicht viel über ihn oder sie, aber eins weiß ich, er lebte mit Gott. Sie lebte mit Gott. So viel weiß ich. Gibt es eine bessere Auszeichnung oder Bestätigung für einen Christen als die Aussage, er lebte mit Gott, dem Vater Jesu Christi? Die Frage ist, wie lebt ein Mensch mit Gott? Woran erkennt man, ob ein Mensch mit Gott unterwegs ist? Ich möchte Ihnen kurz erklären, was es heißt. Mit Gott leben bedeutet, ihn im Zentrum unseres Denkens zu behalten, bei allem, was wir tun, bei allem, was wir sagen, in unseren Beziehungen, in unserem Umgang mit Geld, bei unseren Plänen und in jedem Bereich unseres Lebens. Das ist gemeint, wenn wir sagen, mit Gott unterwegs sein. Es gibt keinen besseren Weg. Und ich möchte Sie bitten, das erste Buch Mose aufzuschlagen, Kapitel 5. Wir lesen hier von Henoch, von dem die Bibel sagt, er lebte mit Gott, bis Gott ihn zu sich nahm. Sehen Sie bitte das 5. Kapitel an, ab Vers 21. Als Henoch 65 Jahre alt war, wurde sein Sohn Methuselah geboren. Henoch lebte in enger Gemeinschaft mit Gott. Nach der Geburt von Methuselah lebte Henoch noch 300 Jahre und bekam weitere Söhne und Töchter. Auf einmal war er nicht mehr da, denn Gott hatte ihn zu sich geholt, weil er in enger Gemeinschaft mit ihm gelebt hatte. Nun, wenn jemand Sie fragt, sind Sie mit Gott unterwegs, was würden Sie antworten? Würden Sie sagen, ja, das bin ich? Und wenn jemand nachfragt, und was genau tun Sie? Könnten Sie das beantworten? Ich will Ihnen eine Antwort geben und ich werde einige Punkte aufzählen, die unbedingt dazugehören, wenn Sie mit Gott unterwegs sein wollen und so leben möchten, wie es ihm gefällt, damit er geehrt wird und Sie das bestmögliche Leben haben. Erstens, nehmen Sie den Herrn Jesus Christus als Ihren persönlichen Retter an. Das ist der Anfang, und nur so kann ich mit Gott unterwegs sein. Ohne seinen Sohn Jesus Christus kann ich nicht zu Gott kommen. Jesus sagt, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wollen Sie mit Gott leben? Kommen Sie zu Jesus. Mit dem Kreuz und der Auferstehung beginnt unser Weg mit Gott. Wenn jemand behauptet, ein gutes Leben zu haben und Jesus Christus als Retter ablehnt, weiß er es vermutlich nicht besser oder er ist zum Beispiel durch seine Sünde verblendet. Darum müssen Sie als erstes den Herrn Jesus Christus als Retter annehmen. So kommen wir zu Gott. Um mit Gott unterwegs zu sein, muss ich bei ihm sein. Wie kann ich bei ihm sein? Indem ich seinen Sohn annehme, der meine Sünde vergibt und mir eine persönliche, vertraute Beziehung mit Gott ermöglicht. Zweitens, ich muss lernen, auf ihn zu hören. Wenn ich nicht auf Gott höre, werde ich ihm nicht folgen. Wenn Sie nicht mit Gott reden und auf ihn hören, werden Sie ihm nicht folgen und nicht mit ihm leben.
Ohne Gebet geht es nicht. Das betone ich immer wieder, dass Gebet und Andacht, also die Zeit, die wir alleine mit Gott verbringen, unentbehrlich ist. Denn wenn Sie Gottes Wort lesen und mit ihm reden und auf ihn hören, wird Gott Ihnen Dinge zeigen, die Sie sonst nicht entdeckt hätten. Jemand sagt, das brauche ich nicht. Doch, Sie brauchen es. Gott hat uns sein Wort gegeben, damit wir wissen, wie wir ihm nachfolgen können, auf seinen Wegen gehen und ihm gehorsam sein können. Wenn ich also mit Gott unterwegs sein will, muss ich auf ihn hören. Und wann geraten wir in Schwierigkeiten? Wenn wir nicht auf Gott hören. Halten Sie im Laufe eines Tages immer wieder einmal inne. Beten Sie leise oder sagen Sie Gott einfach, Herr, ich brauche deine Weisheit, führe mich. Herr, zeige mir, was ich tun soll. Oder versuchen Sie es einfach auf Ihre Art zu tun? Ich muss also lernen, zu hören. Drittens, Sie müssen ihm vertrauen. Wenn Sie Gott nicht vertrauen, werden Sie ihm nicht folgen. Wenn ich mit Menschen rede, sage ich oft, vertraue einfach dem Herrn. Ich vertraue ihm doch. Und wie sieht das aus? Sie erzählen es mir und ich sehe, dass Sie Gott gar nicht vertrauen. Sie hoffen und wünschen und gehen davon aus, dass alles gut gehen wird. Und Sie sagen, dass das meistens auch funktioniert. Aber Sie rechnen nicht mit Gott. Wenn ich mit Gott unterwegs bin, muss ich auf ihn hören und ihm vertrauen. Wenn ich ihm nicht vertraue, werde ich ihm nicht folgen. Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Gott wird mich nicht führen, wenn ich nicht bereit bin, ihm zu folgen, denn das steht in diesem Abschnitt. Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Wenn Sie also Gott folgen und mit ihm leben wollen, und wenn Sie die Person sein wollen, die Gott will, dann müssen Sie sich entscheiden, ihm zu vertrauen. Warum rede ich so viel von Vertrauen? Weil Gott oft etwas von uns verlangt, das scheinbar keinen Sinn ergibt. Wir haben etwas anderes erwartet. Der Zeitpunkt scheint falsch. Das kann doch nicht Gott sein. Es passt einfach alles nicht. Aber Gott sagt, genau das sollst du tun. Gott verspricht uns nicht, dass wir es verstehen werden. Kennen Sie dieses Lied? Wir werden es nach und nach besser verstehen, wenn die Heiligen Gottes heimgeholt werden. Es gibt vieles, das wir hier nicht verstehen. Aber wenn ich mit Gott leben will, werde ich tun, was er sagt, ob ich es verstehe oder nicht. Sie müssen entscheiden, ob Sie ihm vertrauen werden oder nicht. Und wenn Sie mit Gott unterwegs sein wollen, müssen Sie mit ihm übereinstimmen. Wenn Sie ihm nicht zustimmen, werden Sie nicht mit ihm gehen. Und ich frage Sie, waren Sie schon mal anderer Meinung als Gott? Wir haben sicher alle schon anders gedacht als Gott, weil wir es nicht besser wussten oder wir Gott nicht gefragt haben. Und was geschieht dann? Wir denken, dass alles schon irgendwie hinhauen wird. Aber die Bibel lehrt, dass Gott uns nicht zustimmen muss. In der Bibel lesen wir, dass wir Gott zustimmen müssen. Er ist es, der allwissend, allmächtig und allgegenwärtig ist. Und es reicht nicht, mit ihm übereinzustimmen. Sie müssen ihm auch gehorchen. Wenn Sie mit Gott leben wollen, müssen Sie ihm gehorchen, denn er wird manchmal etwas verlangen, das Ihnen nicht gefällt oder das Sie nicht ganz verstehen. Ohne Gehorsam geht es nicht. Und Menschen fragen oft, warum segnet Gott mich nicht? Ich antworte, gehorchen Sie ihm? Ich denke schon. Und wie sieht das aus? Nehmen Sie sich Zeit für ihn? Sprechen Sie jeden Tag mit ihm? Wissen Sie, ich habe viel zu tun. Und Sie haben viele Gründe, warum Sie dem lebendigen Gott nicht gehorchen können. Gehorchen Sie ihm. Ungehorsam drückt aus, dass ich es besser wissen will als Gott. Wenn ich dem Herrn Jesus Christus nachfolge und Gott mein Retter und Vater ist, zeigt Ungehorsam, dass ich meine, mehr zu wissen als Gott, der allwissend ist. Ich gehe diesen Weg. Ich weiß, Gott will etwas anderes, aber es ist fast dasselbe. Nur ein Schritt in die falsche Richtung kann schlimm enden. Wenn wir mit dem allmächtigen Gott leben wollen, müssen wir ihm gehorchen.
Sie fragen, wie viel Gehorsam ist nötig? Nun, halbherziger Gehorsam ist was? Ungehorsam. Wenn ich Gott gehorche, tue ich, was er sagt, wenn er es sagt und so, wie er es sagt. Punkt. Sind Sie mit Gott unterwegs? Mit anderen Worten, ist Gehorsam für Sie selbstverständlich? Sie beginnen den Tag mit dem Vorsatz, Gott an diesem Tag zu gehorchen, und der allmächtige Gott will uns jeden Tag führen und leiten. Wir sollen mit ihm gehen, und das bedeutet, ich habe ihm meinen Willen übergeben und ich gehorche ihm, weil ich ihm vertraue. Weil ich Gott vertraue, gehorche ich ihm. Und wenn ich ihm nicht vertraue, werde ich nicht gehorchen. Fragen Sie sich also beim Zuhören immer wieder, bin ich mit Gott unterwegs oder nicht? Es ist leicht, Ja zu sagen, aber es gibt einige Anhaltspunkte, anhand derer Sie feststellen können, ob Sie mit Gott leben oder nicht. Es ist gefährlich, Gott ungehorsam zu sein. Und wenn ich mit Gott lebe, werde ich auch in dieselbe Richtung gehen wie er. Wenn ich wirklich und wahrhaftig nach seinem Willen lebe und ihm gehorche, gehe ich in dieselbe Richtung. Und das bedeutet nicht, dass Sie so sind wie ein anderer. Gott hat nicht für jeden denselben Plan. Er hat einen Weg für Sie. Und worauf es ankommt, ist, dass wir von Herzen sagen, Herr, so gut ich kann, will ich dir gehorchen. Ich werde hingehen, wo du willst, und tun, was du willst. Jemand sagt vielleicht, ich wurde vor 40 Jahren gerettet. Aber welche Bedeutung hat das heute? Wir müssen jeden Tag neu entscheiden, werde ich Gott folgen oder nicht? Werde ich mein Leben nach ihm ausrichten oder nicht? Sie fragen, soll ich jeden Morgen überlegen, ob ich Gott folgen werde? Nein, sagen Sie jeden Morgen, Herr, ich werde dir in der Kraft des Heiligen Geistes folgen und heute alles tun, was du willst. Wir sollten mit dem Vorsatz aufstehen, Gottes Willen zu tun. Warum nicht? Mit Gott leben ist für uns selbstverständlich. Der Heilige Geist lebt in uns und hilft uns, weise, gottgefällige Entscheidungen zu treffen, denn wir sind seine Kinder. Wir leben mit seinem Geist und gehen auf seinem Weg. Gehorsam ist ganz wichtig. Andere Wege scheinen manchmal kürzer und schneller und günstiger zu sein, aber der Schein trügt. Denn solche Wege sind nicht Gottes Wege. Wenn ich auf Gottes Weg und in seine Richtung gehen will, werde ich mich wahrscheinlich von einigen Menschen trennen müssen. Sie können nicht eng mit der Welt befreundet sein, um ihren Maßstäben zu folgen und auf Gottes Wegen gehen. Manche weltlich gesinnte Menschen wollen, dass man ihnen folgt. Und wenn sie den Wegen der Welt folgen müssen, werden sie all das aufgeben müssen, worüber wir gesprochen haben. Sie werden nicht mit Gott gehen, auf ihn hören und ihm gehorchen, denn sie gehen in die entgegengesetzte Richtung. Fragen Sie sich also, gehe ich wirklich und wahrhaftig mit Gott? Oder mache ich mir nur irgendetwas vor? Und Sie müssen auch Schritt halten, wenn Sie mit ihm gehen. Es ist das eine, in dieselbe Richtung zu gehen, aber stimmt das Tempo auch? Und darum geraten viele Menschen in Schwierigkeiten. Sie gehen in die richtige Richtung, aber sie halten nicht Schritt. Oft eilen wir Gott voraus. Christen verschulden sich, weil sie nicht auf Gott warten. Sie gehen ungesunde Beziehungen ein, weil sie nicht auf Gott warten. Wir müssen Schritt halten mit Gott, und das bedeutet, ich gehe nicht voran und ich falle nicht zurück. Und sehen Sie, es ist nicht einfach, Schritt zu halten. Sie laufen zum Beispiel mit jemandem in diese Richtung, aber dann sehen Sie hierhin und Ihr Begleiter dorthin, und Sie halten nicht Schritt. Darum muss Gottes Wort einen festen Platz in Ihrem Alltag haben, denn es ist Ihr Kompass. Sie sehen sich vielleicht um und sagen, das könnte der beste Weg sein. Könnte? Ist dieser Weg Gottes Wille für Sie? Und wenn ich nicht mit Gott Schritt halte,
bin ich nicht bei ihm. Und wenn ich nicht bei ihm bin, komme ich vom Weg ab. Ich bin dann auf einem anderen Weg. Sie fragen, wie weiß ich, ob ich Schritt halte? Auf diesen Kompass können Sie sich immer verlassen. Wenn Sie Gottes Wort lesen, werden Sie wissen, ob Sie auf dem richtigen Weg sind oder nicht und ob Sie Schritt halten mit Gott. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass Gott und ich zusammenbleiben. Fragen Sie sich manchmal, ob Sie mit Gott Schritt halten oder nicht und ob Sie seinem Weg folgen? Und es fällt uns oft schwer, mit Gott Schritt zu halten. Wir eilen ihm voraus, sind ungeduldig und können nicht warten. Ich glaube, Gott hat das gesagt und wir legen los. Aber hat Gott jetzt gesagt oder später? Es ist nicht einfach, so zu leben, wie es Gott gefällt und sich als Christ zu bewähren. Und mit Christ meine ich diesen Lebensstil. Für viele Menschen ist ein christliches Leben ein Gottesdienstbesuch einmal in der Woche oder wenigstens einmal im Monat. Aber Gott will, dass wir so leben, wie es ihm gefällt. Das ist ein Segen und er hilft uns auch dabei. Und genau darum geht es: Schritt halten mit Gott, in dieselbe Richtung gehen und in der Kraft des Heiligen Geistes leben. Und viele Menschen fragen sich, warum sie Schweres erleben. Sie sagen, ich bin seit Jahren Christ, warum lässt Gott das zu? Ich rede oft mit Menschen, die große Probleme haben, am Telefon oder ich treffe mich mit ihnen. Sie erzählen von ihren Schwierigkeiten und sie verstehen nicht, warum ihnen etwas Bestimmtes passiert. Ich frage, haben Sie auf Gott gehört? Oh ja, Menschen behaupten schnell, dass sie auf Gott hören. Ich hoffe, Sie hören jetzt gut zu. Amen. Auf Gott hören ist nicht dasselbe wie an ihn denken. Ich kann an Gott denken, aber das heißt nicht, dass ich auf ihn höre. Wenn ich auf ihn höre, denke ich nicht nur an ihn, ich achte aufmerksam darauf, was Gott sagt. Sagt er, mach langsam oder beeil dich? Sagt er, geh in diese Richtung oder in jene? Gott will uns führen. Und es ist so wie bei Ihnen und Ihren Kindern. Wenn Sie Kinder haben, bringen Sie ihnen zuerst einmal bei, auf Sie zu hören. Sie lernen zu hören, denn sie sollen gehorchen. Und das ist gut für Sie. Wenn meine Mutter mich bestrafen wollte, sagte sie oft, das ist zu deinem Besten. Und ich versuchte, sie zu überzeugen, dass es nicht so war, aber es funktionierte nicht. Und wenn es darum geht, mit Gott unterwegs zu sein, und ihm zu folgen, bedenken Sie, Sie können seinen Zeitplan nicht verbessern. Ich sage Ihnen warum. Weil er allwissend ist. Überlegen Sie, er kennt Ihre Zukunft. Er weiß um Ihre Möglichkeiten. Er kennt auch alle Ihre Schwächen, die Sie haben. Er weiß, in welchen Bereichen es Ihnen besonders schwerfällt, gehorsam zu sein. Gott sieht Ihr ganzes Leben. Er weiß, was am besten ist, und er will nicht, dass Sie ihm vorauseilen oder hinter ihm zurückbleiben. Sie können ihm also immer vertrauen. Wenn Sie mit Gott leben wollen, müssen Sie ihm vertrauen, ihm folgen und mit ihm Schritt halten. Sie können seinen Zeitplan nicht verbessern. Wenn Sie gottgefällig leben wollen, werden Sie ihm folgen, ihm vertrauen, auf ihn hören und ihm gehorchen. Jeder einzelne Schritt ist wichtig. Und noch etwas ist meiner Meinung nach sehr wichtig. Ich muss ihn lieben. Wenn ich Gott nicht liebe, werde ich ihm nicht folgen, nicht wirklich. Aber wenn Sie ihn lieben, wollen Sie ihm gehorchen. Wenn Sie ihn lieben, warten Sie auf seinen Zeitpunkt. Wenn Sie ihn lieben, bemühen Sie sich herauszufinden, was er will. Und alles, was wir bisher aufgezählt haben, ist ein Ausdruck Ihrer Liebe zu Gott. Auf seinem Weg gehen, mit ihm Schritt halten, ihm vertrauen, auf ihn hören, das alles gehört zur Liebe dazu.
Und wenn ich ihn liebe, gehorche ich ihm. Fragen Sie sich also, bin ich wirklich und wahrhaftig mit Gott unterwegs oder nicht? Und nur Sie kennen die Antwort darauf. Und wenn ich mit Gott lebe, werde ich mich von der Sünde trennen. Was bedeutet das? Es bedeutet, ich versuche immer, mein Herz reinzuhalten. Und wenn mich etwas in meinen Gedanken oder meinem Tun zum Stolpern bringt, befasse ich mich sofort damit. Sie müssen nicht vollkommen sein. Von der Sünde trennen bedeutet, ich wende mich davon ab. Sünde passt nicht zu mir und zu Gottes Plan für mein Leben. Sehen Sie, Sünde ist immer ein Stolperstein. Sind Sie mit Gott unterwegs? Fragen Sie ihn, gibt es etwas in meinem Leben, von dem ich mich trennen sollte? Hänge ich an irgendeiner Sünde? Sie denken vielleicht, es ist nur etwas ganz Kleines, ich bin schließlich nicht vollkommen. Ich weiß, dass wir nicht vollkommen sind. Jeder stolpert einmal, ganz gleich, wohin Sie gehen. Sie stolpern vielleicht wegen einem Stein oder einer Vertiefung, aber Sie gehen weiter. Sie legen sich nicht einfach hin und geben auf. Sie verändern das, was in Ihrem Leben anders sein muss. Aber wenn Sie nicht bereit sind, Sünde aufzugeben, werden Sie Gott nicht gehorsam sein. Ihnen wird das Beste im Leben entgehen. Gottes guter Segen für Ihr Leben. Sie können nicht Sünde und Heiligkeit gleichzeitig haben. Das geht nicht. Wenn ich also mit Gott leben will, strebe ich nach einem heiligen Leben. Und was bedeutet das? Heiligkeit bedeutet nicht Vollkommenheit. Es bedeutet, wir sind dem vollkommenen Willen des allmächtigen Gottes hingegeben. Heißt das, wir sündigen nie? Nein. In der Bibel steht, wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Das schrieb Johannes an Christen. Und so gehen wir mit Sünde um. Wir bekennen sie und wenden uns davon ab. Sie sollten sich also fragen, wie viele dieser Merkmale sind in Ihrem Leben zu finden? Wenn Sie mit Gott unterwegs sein wollen, sind Sie alle wichtig. Kommen wir zurück zu unserer ersten Frage. Wenn Sie sterben, woran werden Menschen sich erinnern? Vielleicht sind Sie in manchen Bereichen sehr begabt. Vielleicht sind Sie sehr berühmt. Vielleicht sind Sie sehr reich. Das mag alles sein, aber wird man sagen können, dass Sie mit Gott gelebt haben? Nur wenn Sie wirklich mit ihm leben. Und wenn Sie diese einfachen Schritte befolgen, Christus als Retter annehmen, auf ihn hören, ihm vertrauen, ihm gehorchen und seinen Willen für ihr Leben befolgen. Das alles gehört zum Leben eines gehorsamen Menschen, der sich für Gottes Reich in seiner Umgebung einsetzt. Fragen Sie sich also, bin ich mit Gott unterwegs? Und vielleicht ist der nächste Schritt, abends zu beten. Ich frage Sie, beten Sie vor dem Einschlafen? Ich sehe, einige tun es. Die anderen haben ein Problem. Hören Sie, warum reden Sie nicht einfach jeden Abend vor dem Einschlafen mit Gott? Es dauert nicht lange, auf den Tag zurückzuschauen und zu fragen, Herr, habe ich heute mit dir gelebt? Und wenn Sie morgens aufwachen, beginnen Sie den Tag mit den Worten, Herr, hilf mir heute, dir zu folgen, mit dir zu leben und so zu werden, wie du mich haben willst. Und wenn Sie Jesus Christus nicht als Retter angenommen haben, sind Sie nicht mit ihm unterwegs? Sehen Sie sich Ihr Leben an und bitten Sie Gott, Ihnen zu zeigen, was er sieht. Und bekennen Sie Ihre Sünde, wenden Sie sich davon ab und bitten Sie Gott um Vergebung.
In der Bibel steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, vergibt uns Gott wegen dem Kreuz Christi. Bringen Sie doch Ihr Leben in Ordnung, nicht indem Sie etwas tun, sondern durch das, was Gott in Ihnen bewirkt. Und gehen Sie dann mit Gott. Sie waren viel zu lange ohne ihn unterwegs. Vielleicht sagen Sie, mir geht es ganz gut ohne Gott. Aber Sie sind nur durch seine Gnade, Liebe und Barmherzigkeit so weit gekommen. Er könnte das in dem Bruchteil einer Sekunde ändern. Die Frage ist, wollen Sie mit Gott unterwegs sein? Und dafür bete ich. Vater, wir sind dankbar für diesen einfachen Vers, denn Gott hatte Henoch zu sich geholt, weil er in enger Gemeinschaft mit ihm gelebt hatte. Mögen wir alle in enger Gemeinschaft mit dir leben. Tu, was nötig ist, verändere, was nötig ist, damit wir wieder mit dir Schritt halten, nicht vor dir oder hinter dir gehen, sondern Schritt halten mit dir. In Jesu Namen. Amen. In Jesus' name. Amen.